Das sieht doch schon sensationell aus. Bring ihn nochmal zur Seite. Schön tief. Jawohl. Wenn du die Hand nach oben schiebst, dann liegen die ganz locker auf deinen Händen auf. Machen wir noch 8. 7. 6. 5. Schön nach vorne ziehen. Setz dich nochmal tiefer. Mach noch 2. Und dann bleiben deine Arme wieder hängen. Schön tief. Daumen sind immer noch außen. Und dann gehst du immer einmal mit dem rechten Fuß nach außen und einmal mit dem linken Fuß. Such dir 2 neue Fußabdrücke. Versuch immer wieder in den gleichen Fußabdruck zu steigen. Nimm dein Gewicht schön mit. Jawohl. Jetzt kommt der Oberkörper noch ein bisschen tiefer. Und dann ziehst du deine Arme schön zur Seite. Jawohl. Ihr müsst euch mal, schreibt doch mal an. Jeder stellt sich immer mit seinem Namen vor, damit ihr wisst, wer dabei ist. Gut. Schön zur Seite ziehen. Komm, jetzt bist du schon mittendrin. Jetzt sollte die Herzfrequenz nach oben gehen. Versuch den Bauch immer auf Spannung zu halten. Schöne Schritte zur Seite. 8 Stück haben wir noch. 7. Gut. Und setz dich nochmal tiefer. Schön zur Seite ziehen. Handflächen zu mir. 2 noch. Und du machst nur mit rechts weiter. Lass die Arme mal wieder hängen. Dreh die Daumen nach vorne. Und jetzt zieh mal deine Ellbogen feste nach hinten. Und auf dem Weg nach unten streckst du die Arme. Erste Runde für deinen Trizeps. Gut. Wenn du möchtest, gerne jetzt die Gewichte wechseln. Schwerere Gewichte. Wenn du sie zu Hause hast, ansonsten machst du mit mir weiter. Schön nach hinten. Ausstrecken. Ganzer Körper bewegt sich. Immer wieder der gleiche Fußabdruck. Schön tief. Hallo Silke. Schön, dass du dabei bist. Komm schön tief. Wunderbar. Dann hast du noch 2 Stück hier. Und jetzt bleibst du unten. Und du lässt dich jetzt hier. Kick nach hinten. Schön. Setz dich so tief, dass du die Beine auch spürst. Okay? Schöner, langer Hals. Romana. Ah, Ramona. Okay. Buchstaben vertauscht. Sorry. Ramona. Hallo Margot! Schön mitmachen. Setz dich nochmal tiefer. Kick nochmal nach hinten. Entlasse den Nacken ein bisschen schon nach unten auf den Boden. Sag dir, wenn es vorbei ist. Rutsch nochmal tiefer. 8 Stück. Komm, feste. Noch 7. Noch 6. Schön. Noch 5. Noch 4. Letzte. 3. Und nochmal 2. Gut. Richte dich auf. Rechtes Bein. Hebst du schön zur Seite. Gut. Streck dich. Nimm deine Gewichte. Beug die Arme. Und nimm die Ellbogen schön nach außen. Brustkorb hebe. Schultern ziehst du jetzt mal schön nach hinten zusammen. Und dann streckst du die Arme nach oben. Yes. Versuch schön über deine Ellbogen zu arbeiten. Beugen, strecken, maximal. Schön nach oben. Und mach dich lang dabei. Immer noch ein bisschen länger. Gut. Schön balancieren. Wieder arbeitet der ganze Körper. Du versuchst dein Gleichgewicht zu halten. Kroko. Schön nach oben. Noch ein bisschen. Durchhalten jetzt. Beobachte mal die Ellbogen. Die gehen ganz nach unten. Und du streckst die ganz nach oben durch. Zieh den Kopf ein bisschen nach hinten, wie wenn du an einer Wand lehnst. Schön hoch, noch ein bisschen. Tief.
Jawohl. Dann haben wir schon die letzten 8. Streck dich nochmal. 8. Ah ja, müssen wir. See you tomorrow. Schön hoch. 4. Komm. 3. Nochmal. 2. Und jetzt hältst du oben. Stopp. Gut. Drück mal deine Hand und hier oben zusammen. Und jetzt bring die Hand um dein Knie vor dem Bauchnabel und streck dich wieder. Schön. Am Körper entlang. Wieder über deine Ellbogen und Schultergelenke. Einrollen. Wenn du tief gehst, rollst du dich ein und ziehst den Bauch ein. Wenn du hoch gehst, streckst du dich. Öffne. Brustkorb. Öffne den Hüftbeuger. Zieh das Bein schön nach hinten. Wunderbar. Standbein machst du nochmal fest. Standbein. Pobacke. Fest angespannt, viel Stück. Einziehen. Strecke. Einziehen. Zwei nur noch langsam. Letzter, langsam. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen schneller. Ran, Strecke. Ran, Strecke. Schön. Feste Einrollen. Nütz den Bauch. 4 Stück. 3 noch. 2. Und Füße neben. Zweite Runde. Wann immer du möchtest, trink mal was dazwischen. Wann immer du möchtest, kurz wieder schön machen. Perfekt. Zweite Runde. Andere Seite. Angelina, hallo. Schön, dass du da bist. Hey Lilly. Alle da. Und zweite Runde. Wer jetzt dazugekommen ist, perfektes Timing. Wenn ich gleich einsteige. Wir gehen wieder schön tief schön hoch. Auf dem Weg nach unten. Bizeps. Spann die Arme schön an. Wer schwere Gewichte hat, gerne hier mal einen Tausch. Damit du wirklich die Vorderseite deiner Oberarme spürst. Versuch den Ellbogen maximal zu beugen und zu strecken. Schultern sind entspannt. Tief. Yes. Gesicht entspannen. Immer lächeln. Gott. Versuch dich bei der zweiten Runde tiefer zu setzen. 8. 7. 6, schön. 4 Stück hast du noch. 3, 2 und du lässt die Arme vor dem Körper hängen. Daumen zeigen zueinander. Hi Laria. Und wir gehen links und rechts. Also wenn ihr es kann, du die Weite nicht sehen. Aber wenn ihr mich fragt, was vor meinen Augen ist. Keine Ahnung. Tief gehen. So, wir rudern. Bitte sauber. Ellbogen hoch. Schultern bleiben tief. Und der Hals bleibt schön lang. Gut. Wir wollen die meiste Zeit jetzt erstmal hier in Bewegung verbringen. Trotzdem natürlich Arme. Aber Herzfrequenz darf ein bisschen hoch. Und die Beine sind nicht zu kurz. Willkommen. Schön. Setz dich schön hoch tief. Ruder nach oben. Heb den Brustkorb. Streck dich. 7. Super. 6. Schöne Abdrücke am Boden. 4. 3. Die besten. Und die Arme wieder locker. Ah. Achtung. Nur noch nach links. Schön links. Zieh deine Ellbogen wieder schön nach hinten. Runde 2 der Trizeps. Nach hinten. Kick. 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 Schön nach hinten. Und wenn der Platz nicht ausreicht, um den Schritt zur Seite zu machen, dann bleibst du in den Kniebeugen. Mit den Füßen einfach mal zusammen. Schön nach hinten. Kick.
Yes. Das sieht super aus. Wir haben nur noch 8. Nochmal, Boden schauen. Hals, Nacken. Entspannt. 4, 3. Dann bleibst du tief und machst mit den anderen weiter. Kick nach hinten. Konzentrier dich. Gewicht auf den Fersen. Setz dich tiefer. Jawohl. 10 Stück hast du hier noch. Endspurt. Hallo Julia. Uta ist auch dabei. Herzlich willkommen. Hier aus dem AJs. Und haben wir das Zählen vergessen. 4 noch. Setz dich tief. 3 noch. 2. Komm nach oben. Linkes Bein. Sehr schön. Und versuch mal festzustehen. Mach dich lang. Nimm die Arme. Wieder nach oben, heb den Brustkorb. Und schau mal, wo die Ellbogen sind. Die sind jetzt enger. Ganz eng, schulterbreit. Schieb nach oben. Da hat dein Kopf gerade so dazwischen Platz. Schieb den Kopf ein bisschen nach hinten. Lange Halswirbelsäule. Gut. Jedes Bein ist was anderes. Ein Bein hält dich. Das streckt dich. Gesäß fest. Und das andere Bein schiebt zur Seite. Bitte so hoch, dass du da was spürst. Wunderschön. Das sieht gut aus. Ich spüre das richtig. Eure Energie. Um die Mittagszeit. Letzte. 8. Joko. 7. 6. 4 Stück noch. Gut. Achtung. Halten. Stopp. Drück die Gewichte zusammen. Mach dich lang mit dem Brustkorb. Ellbogen, beugen, Knie heben und wieder strecken. Schön. Und bei diesen langsamen Bewegungen hast du jetzt Zeit, auf deine Bauchmuskeln zu achten. Schön nach innen ziehen, nochmal. Tief und hoch. Und tief und hoch. Und jetzt roll ich noch ein bisschen mehr. Ein und streck dich genauso lang. Nochmal. Ein. Maximale Bewegung. Bis zur Decke. Schön. Genauso. Mach noch 4 langsam. Komm, roll dich an. 3 noch. Schön langsam. Yes. Und nochmal 2. Und nochmal 1er. Die schnellen. 8 Stück nur. Strecken. Komm, schön. Alles fest. 4 mehr. Yes. 3, 2. Oh, zurück in deine Fußspur. Tief, hoch. Gut. Ellbogen. Ein letztes Mal nach hinten ziehen. Wer schwere Gewichte hat, nimmt die schwereren Gewichte. Kick nochmal nach hinten weg. Bitte den Oberkörper. Nach vorne klappen jetzt. Blick. Ja, nach unten zum Boden. Sag dir bei mir unten sitzen bleiben. Noch 8, 7. Schön. 6. Noch mal ein bisschen tiefer. 10 Spitzen. Entspanne bitte. 2 noch. Du bleibst unten. Arme weiter. Kick. Jetzt. Kick. Noch mal tiefer. Kick. Endspurt hier. Geh gleich auf den Boden. Versuch nochmal durchzuhalten. 8 Stück. Komm. 7. 6. Und rutsch wieder ein Stückchen tiefer. Endspurt 4. Noch 3. Noch 2. Komm nach oben. Schultern jetzt mal lockern. Und dann hol dir mal eine Matte, wenn du hast. Leg deine Matte auf den Boden. Handtuch gerne darauf. In die Mitte. Und wir gehen natürlich sauber tief, bitte.
Hände, so dass die Fingerspitzen und dein Körper zeigen. Gebt mal das Becken hoch. Schöner langer Hals bitte. Und jetzt hinten beugst du nur ganz klein deine Ellbogen. Gut. So, wer jetzt zu Hause eine schöne Couch hat oder einen Stuhl oder eine Treppenstufe, dann gehst du bitte jetzt ganz schnell zur Treppe, zur Couch oder was auch immer da ist, wo du noch viel besser Dips machen kannst. Das ist aber nicht die letzte Runde. Also, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Erste Runde ist gleich geschafft. Nochmal schöner, langer Hals. 8, 7, perfekt. 6, schön. Und jetzt streck die Ellbogen nochmal durch. 4, noch 3, noch 2. Und absetzen. Nimm deine Gewichte. Hallo, Edith. Schön, dass du da bist. Gleich auf den Boden und einsteigen. Oder du machst das später. Nimm jetzt hier die Arme wieder seitlich mit deinen Gewichten hoch. Du kannst dich jetzt nach hinten lehnen. Die Knie sind fest zusammengedrückt und der Bauch ist eingezogen. Wenn das nicht geht, weil dein Rücken hier nicht mitspielt, dann setze dich bitte aufrecht im Schneidersitz. Da sitzen wir auch gleich. Aber wer ein bisschen Bauch mitnehmen möchte, setzt sich hier zurück. Jawohl. Schön. Schön durchhalten hier bitte. Gewichte nach oben drücken, Ellbogen durchstrecken. Wenn die Gewichte irgendwann nicht mehr gehen, nimm sie weg. Wenn sie zu leicht sind, dann musst du deine Flaschen mit etwas schwereren befüllen. Noch 7. Ja, drück hoch. Jetzt die Knie nochmal fester zusammen und du lehnst dich zurück. 4 Stück. Noch 3. 2. Oben. Halte. Jetzt nutzt deine Bauchmuskeln, um dich aufzurichten. Und dann geh in einen Schneidersitz. Hallo, dieser Neck. Ich liebe diese Namen. Arme beugen. Und wenn wir da eure Namen. Emily, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Schön die Ellbogen nochmal neben den Kopf drücken. Den Brustkorb oben drücken. Hals ist lang. Dann sind wir schon wieder beim Trizeps. Beugen. Strecken. Nochmal. Beugen. Strecken. Wer leichte Gewichte hat wie ich, geht ein bisschen schnelleres Tempo. Wenn du schwere Gewichte hast, bleib mit dem langsamen Tempo. Dann kannst du hier richtig schön die Rückseite spüren. 8 Stück. Streck dich nochmal. 4. Gut. 3. Und 2. Und schon wieder lösen. Stell die Gewichte zur Seite. Stell deine Füße wieder auf. Stell die Hände nochmal hinten. Mit den Fingerspitzen zum Körper. Heb das Becken hoch. Ellbogen beugen. Ah, tief. Hoch. Jawohl. Schnell wieder zur Couch, zum Couchtisch, zum Stuhl oder zur Treppe gesprungen. Und dann machst du wie die letzte. 8. Schön beugen. 7. Nochmal. 6. Halt durch. 5. Mit den Ellbogen. 4. Und 3. Nochmal. 2. Und schon wieder locker. Hallo liebe Karin. Schön, dass du da bist. Jetzt leg dich mal zur Seite, dann darfst du dir aussuchen. Wir machen beide. Die Hand, die oben ist, die legst du bitte vor dir. Auf Schulterhöhe, auf die Matte. Und da drückst du dein ganzes Gewicht jetzt drauf. Beine locker lassen. Den anderen Arm ziehst du unten durch, legst ihn auf deinen. Ah, ich wusste, das ist Autohaus Postinex.
So, jetzt ganzes Gewicht ist auf der Hand, auf der Matte. Achte ich richtig schwer. Und das ist wie so einarmigen kleiner Liegestütz. Hier, Ellbogen gelegt. Beuge und dann wieder ganz durchstrecken, drück dich hoch, tief. Oh, Nadine, Carmen, hi. Schön, dass ihr da seid. Macht ihr später noch mal. Wir steigen noch ein. Das ist erst die erste Seite. Bisschen schneller jetzt. Komm, tief, hoch, tief, hoch, tief. Schön hochdrücken, noch ein bisschen mehr. Tief und Druck. Da muss jetzt dieser Arm brennen. Einzige Chance, einarmig zu arbeiten heute. 7, yes, 6, und 5, deine letzte, 4, letzte Chance, 3, 2, wunderschön. Ah, das war super. Dreh dich wieder zur Mitte. Nicht vergessen, welche Seite du gerade gemacht hast. Dann müssen wir zaubern. Hände. Ein allerletztes Mal. Hinten aufsetzen, Fingerspitzen zum Körper. Decke. Einmal noch heben. Oh, einmal. Jetzt schwächer wieder andere. Und die Ellbogen. Beugen, strecken. Sehr schön. Drück dich richtig nach oben. Jetzt nimmst du nochmal beide Arme. Und spür mal den Unterschied. Der eine hat schon gearbeitet. Mehr wie der andere. Ich spüre das deutlich. Ich hoffe, ihr auch. Und 8 Stück. Letzte Chance. Komm. 7. Oh, ein bisschen strecken noch. Mehr. Letzten 4. Gesicht entspannen. 3. Und 2. Und absetzen. Wunderschön. Schön. Deine Arme. Nehmen wir mal aus. Und genau hier Handgelenk. Ich weiß. Das mögen nicht alle von euch. Das ist unangenehm. Aber die Handgelenke müssen beweglich bleiben. Andere Seite. Beine sind entspannt. Stütz dich erstmal ab. Lokalisiere deinen oberen Arm. Den setzt du. Ungefähr auf die Höhe. Dann brauchst du den anderen Arm jetzt nicht mehr. Der wandert unten durch und hält dir deinen Trizeps fest. Arm beugen, strecken. Meistens fühlt es sich auf einer Seite ganz gut an und auf der anderen Seite irgendwie so ein bisschen koordinativ eingeschränkt. Das ist ganz normal, mach dir da keine Sorgen. Vielleicht hast du einen Spiegel in der Nähe. Beobachte mal deinen Arm. Gut, und jetzt schau noch mal auf die Schultern bitte. Die so ein bisschen weg von den Ohren und wie beim Stehen vorher auch. Schieb das Kinn so ein bisschen nach hinten. Versuch die Beine nochmal locker zu lassen. Die sind da gerne ein bisschen angespannt. Dann haben wir nur noch 2 Stück. Langsam. Müll tief. Yes. Und jetzt die schnelle, doppeltes Tempo. Tief, hoch, tief, hoch. Und das mit der Geschwindigkeit. Nimm das bitte nicht so ernst. Schau, wie du sauber arbeiten kannst. Hab meistens 2 verschiedene Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn dir das Langsame sauberer gelingt, dann bleib im Langsamen. Aber wer die Schnelle gut machen kann und schön tief und hoch kommt, der hält noch 8 Stück mit mir durch. Ja, wir sind schon wieder im Endspurt. Komm! 7. Feste Drücke. Yes, 4 Stück. Noch 3. Noch 2. Und löse. Prima. Dreh dich wieder zur Mitte zurück. Und wo nochmal? Kleine Gewichte. Dazwischen. Ruhig mal was trinken. Schön zurücksetzen. Die Knie nochmal zusammen. Die Arme. Tief. Schultern tief. Kopf zurück. Yes. Und dann schieben wir mal nach oben. Und dann nochmal schön die Ellbogen zu strecken. Ranziehen. Jede Bewegung für sich. Strecken, ziehen. Strecken, ziehen. Knie nochmal fest. Beckenboden aktiviert.
Und dann gehst du immer einmal nach rechts hinten und einmal nach links hinten. Aktivierst deinen Schrägenbauchmuskel. Und ihr wisst, bei diesen sitzenden Übungen, weil manche können die nicht machen, die sitzen bitte jetzt ganz gerade, konzentrieren sich auf eine gestreckte Wirbelsäule, einen angespannten Bauch und arbeiten an den Armen. Okay? Schön. Oh, da sind wir fast schon wieder durch hier. Letzten Züge. Komm. Endspurt für den Trizeps. Da haben wir nur noch eine Übung. 8, 7, 6. Halleluja. Noch 4 Stück. Komm. 3, 2. Und dann bleib mit den Armen noch mal schön oben. Geh zurück in den Schneidersitz. Streck die Wirbelsäule, streck die Arme, lass die Beine hier entspannen. Und jetzt beugst du nochmal die Ellbogen und streckst sie wieder. Beugen, strecken, schön. Wer jetzt nur sehr schwere Gewichte hat und gemerkt, man geht gar nicht mehr, dann nimm noch ein Gewicht, greif das an der Seite und versuch hier nochmal zu arbeiten. Ja? Wichtig nochmal, nützt dein Ellbogengelenk. Komplett gebeugt, komplett gestreckt. Nützt deine Bauchmuskeln, um gerade zu sitzen. Wunderschön. Zwei noch langsam. Einer noch langsam. Und jetzt werden wir nochmal schneller, wenn es geht. Beugen, strecken, beugen. Strecken, yes, Gesicht, entspannen, Beine bitte locker, zieh den Bauch nochmal ein und heb deinen Brustkorb nochmal einen Zentimeter höher und lass die Ellbogen bitte am Kopf. Und das sind die allerletzten paar Sekündchen hier. Lockern gleich den Schultergürtel, die Arme, aber 8 Stück schaffst du jetzt noch. Letzte, komm, gut. 7, strecke, 6, noch mehr, 5, die letzte, 4, lang, 3, und 2, und dann nimmst du die Arme langsam nach unten. Oh, ja, leg deine Hände, mal ganz entspannt auf die Schultern, und jetzt rotierst du mal, im Wechsel, versuch den Ellbogen bitte hoch zu ziehen. Reiß die Schulter nach hinten, nach unten. Bleib bitte lang gestreckt. Ja. Hallo Flo. Etwas zu spät zum Kreisen der Schultern. Ist auch eine schöne Übung, ich gebe es zu. Kannst du vielleicht das Video rückwärts abspielen lassen? Jawohl. Locker jetzt deine Schulter. Bitte mal jedem einzelnen Finger, wer jetzt die 30 Minuten die Hand und in der Hand hatte. Dreh den Kopf ein paar Mal nach rechts, nach links. Schau über deine Schulter. Nimm auch gerne mal so ein bisschen den ganzen Körper mit nach hinten, rechts und links. Versuch deine Schultern weiter zu bewegen. Nimm einen Arm nach oben. So, wir sind für heute dann soweit fertig. Beug einen Arm und zieh ihn hinter den Kopf. Wer heute Abend noch weitermachen möchte, bitte um 18 Uhr einschalten. Die Andrea freut sich, Bauchbeine hoch. Macht es mit euch. 18.45 Uhr, dann gleich nochmal einschalten. Dann macht ihr nochmal ein knackiges Bauchprogramm mit euch und Stretching. Wechselt mal den Arm. Ansonsten könnt ihr alle Videos von uns hier nachmachen auf unserer Facebook-Seite. Bleiben die gespeichert. Mittlerweile auch auf Instagram sind IGTV-Videos. Und natürlich auf YouTube und auf unserer Ages Fitness App. Die Arme nach unten, locker deine Schultern nochmal. Ich schicke euch 1000 Daumen hoch.
tausend Herzchen. Wir vermissen euch. Wir hoffen, dass es im Juni irgendwann jetzt dann losgeht. Wir bereiten alles für euch vor und freuen uns richtig auf euch. Bewegung ist Leben ist unser Motto. Hoffentlich auch eures mittlerweile. Liebe Grüße aus dem Angels, eure Mel.